Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu Fastest Frontier. Wir machen weiter in unserem schönen Rom. Der Marktplatz übrigens ist hier genau auf diesem Baueck geplant. Also wir haben das, die Erhebung dann wieder im Nachgang für die Schule gemacht. Oh, 43 Dorfbewohner haben die Schule abgeschlossen. Meine Güte, da müssten wir doch jetzt... Und trotzdem haben wir nur 18 Arbeiter? Wie kann denn das sein? Haben jetzt die Ausbildung Basis. Okay. Die ist jetzt 18. Aber müssten jetzt nicht voll viele Erwachsene in unserem 122? Müssten wir dadurch jetzt nicht mehr Arbeiter haben? Hm. Kurios. Kurios. Helmut, ich grüße dich, Abe. Oh, schaut mal an. Im Herzen unserer Stadt wurde eine großartige Statue gebaut. Eine Statue für Zähnchen, der die Legionäre angeführt hat. In der Schlacht, als die gallischen Barbaren uns plündern wollten, der ehrenhaft und glorreich im Kampf gefallen ist. Ach so, das heißt, es können auch Erwachsene in die Schule gehen und sich dort verbessern. Nicht nur Kinder. Ich habe da noch nie drauf geachtet, tatsächlich. Aber steht auch nichts Genaues dort. Was die Arbeitsrate erhöht. Einige Berufe erfordern ausgebildete Arbeitskräfte. Schon wieder Hitzestress ist ich. Oh, jedes Mal vergesse ich, dass ich das umändern möchte wegen dem Hitzestress. Und die Fruchtbarkeit ist leider immer noch so schlecht. Das kann ich. Das, ich verstehe es nicht. Unkraut sind wir sogar bei 0%, obwohl wir. Okay. Schon lange nichts mehr getan haben. Hier sind wir auch bei 0%. Aber ja, sollten wir den Bauern einfach mal rauslassen? Wir könnten die Fruchtbarkeit noch mal ein bisschen durch den Klee. Aber kriegen wir hier mehr als 58% Fruchtbarkeit? Kann es sein, dass wir einfach hier bei einem Punkt erreicht sind? Wisst ihr, was ich meine? Dass es nicht mehr gibt? Hm. Ja, klar. Ihr dürft helfen. Ihr dürft absolut helfen, liebe Zuschauer. Ich bin sehr offen für Tipps. Ja, das ist möglich. Habe alle Felder 100%. Okay. Ja, da arbeite ich auf jeden Fall dran. Ich habe das leider auch am Anfang falsch gemacht. Und ich versuche das jetzt alles wieder zu verbessern, indem ich jetzt überall etwas mehr Klee anbaue. Immer als erstes pflügen, dann Klee. Aber ist es nicht egal, weil... Und dann Bohnen oder Rüben. Aber was... Wieso ist die Reihenfolge wichtig? Also wieso erst das... Ich meine... Ich habe das nämlich immer so verstanden, wenn du den Bauern vorgibst, die Felder zu pflegen, da steht ja nicht pflügen, sondern pflegen, anstatt sie zu bestellen, kannst du den Unkrautwuchs reduzieren und Steine von den Feldern entfernen. So, jetzt haben wir doch hier 0% Unkrautniveau, 0% Felsenbestand. Das heißt, dann brauchen wir doch die Pflege des Bauern gar nicht, oder? Ja gut, aber die Dreifelderwirtschaft bedeutet nicht eigentlich die Dreifelderwirtschaft... Dass ein Jahr das Land brach liegen soll? War das nicht so? Dünger verwende ich, Tarkin. Dünger wird, immer wenn Dünger frei ist, wird Dünger verwendet. Haben wir aber zuletzt hier verwendet. Dünger ist verwendet worden. Ja, doch, der pflügt den Klee oder andere um. Zum neuen Jahr. Hä? Das heißt, aber jetzt sagen wir mal hier, wir haben das Jahr 3, da haben wir Flachs gesammelt. Dann würdest du sagen, im nächsten Jahr, also wenn wir wieder bei Jahr 1 sind, sollte der Boden gepflegt werden. Das heißt, es wird ja Unkraut und Fels weggemacht, den wir ja gar nicht haben. Dann Klee. Richtig? Okay, ein Jahr komplett Klee, dann ein Jahr Bohnen mit Klee und ein Jahr Pflege mit Weizen zum Beispiel, meint Helmut. Okay. Ja, ich wollte sowieso nochmal ein bisschen was umstellen. Ich wollte vor allem hier die Steckrüben wegbekommen. Das werden wir dann nochmal hier ändern. Aber ich brauche ja auch Nahrungsvielfalt. Also ich muss ja irgendwo den Lauch unterbringen, wisst ihr, was ich meine? Und ich habe ja jetzt halt schon, ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5 und bald das 6. Feld. Und der Bedarf ist ja an sich da.
deswegen ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber dann mal eine Frage. Würdet ihr euch gegenseitig zustimmen, Helmut und Onkel Blue? Hey! Und Roman! Romantik pur raided rein! Vielen lieben Dank, herzlich willkommen zum wunderschönen Phasis Frontier hier und zu unserer schönen römischen Stadt, zu Rom. Zwischen den Hügeln Roms und dem Tiber, dem Fluss. Mittlerweile 264 Einwohnern. Willkommen, willkommen! So wie Helm geht es auch, okay. Das wird groß, wenn man wachsen möchte. Ja, okay, verstehe. Ja, wir sind hier gerade dabei, ein bisschen die Felderwirtschaft zu verbessern. Da habe ich auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Da versuche ich das Ganze auch noch zu optimieren. Onkel Blue hat nur 18 Felder. Ja, ja, ich merke schon, ihr beide seid da echt schon sehr erfolgreich mit großen Siedlungen. Was habt ihr Schönes gespielt, Roman? Willkommen, willkommen. Wir wollen unsere schöne Siedlung hier weiter ausbauen. Hm. 416 Einwohner. Ja, okay, wir sind jetzt bei 264. Aber die Frage ist, auf was kann ich jetzt verzichten? Ich habe jetzt halt zweimal Flachs, weil ich brauche jetzt ein bisschen mehr Flachs. Baustelle benötigen Ressourcen. Ja, was? Ist der ganze Stein hier schon weg? Nicht Bäume, Steine wollte ich eigentlich nur. Verdammt. Jetzt kriege ich dies mit den Bäumen wieder nicht weg. Jetzt werden die hier die Bäume fällen, das wollte ich nicht. Oh Gott, die ganzen Steine sind alle weg. Da hinten sind Steine noch, okay. Langsam haben wir echt so ein Steinproblem. Es ist nichts mehr in der Nähe da. Hier ist noch hinten was. Hier ist noch was, hier auch. Und ich trinke natürlich sehr gerne was. Alt und rechte Maustaste. Ah, Maustaste. Dankeschön. Jetzt merke ich, jetzt haben wir hier mal... Ah, hier oben sind noch Steine. Habe ich ein paar Experten mal da. Das ist sehr gut. Gehen wir mal kurz zurück. Alt und rechte Maustaste. Nee. Was soll mit Alt und rechter Maustaste möglich sein? Nee. Nee. Das geht, glaube ich, nicht, oder? Das war irgendwas anderes, was ich jetzt gemacht habe. Nee. Das kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Okay. Aber schauen wir nochmal kurz die Felder an. Die Frage ist jetzt, für was ich mich da am besten entscheide. Also sage ich jetzt wirklich, was hatte... Helmut hatte vorgeschlagen... Ein Jahr komplett Klee, dann... Bohnen mit Klee und ein Jahr Pflege mit Weizen. Also ein Jahr komplett Klee, meint ihr. Dann Bohnen mit Klee und ein Jahr mit Weizen. Ist die Reihenfolge wichtig? Oder könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich behalte mal hier meinen Weizen. Ich meine, ich kann es ja auch einfach rausschmeißen, ist ja egal. Machen wir das jetzt mal neu. Dann machen wir mal den... Machen wir mal den weg. Packen noch... Ach ja, Klee geht hier nicht. Warte mal, dann packen wir mal... Aber das heißt, dann, ich kann in einem Jahr nur zweimal Klee haben, richtig? Lass mal den mal noch sein. So, das machen wir mal alles weg. Weg, weg. Reihenfolge hast du noch nicht drauf geachtet, okay. Aber jetzt nochmal für mich. Wir machen dann hier oben dreimal Klee. Dann hast du ja gemeint, Klee mit... nee. Was haben wir jetzt gemacht? Stopp. Klee mit Bohne. Warte mal, die war nicht frosttolerant. Das heißt, Bohnen sind hitzetolerant. Die würden gut passen. Genau, ein Jahr Kleefrucht. Was zählt alles als Frucht? Feldfrüchte. Feldfrüchte. Die ersten vier sind alles Feldfrüchte. Nee, Flachs ist auch Feldfrucht. Nee, sind alles Feldfrüchte, oder? Einfach alles. Ah, okay. Aber das heißt, weil du ja gemeint hast, Bohne oder... Bohnen oder so.
Ich habe Pflügen, Klee, Leer, ja, zwei. Achso, Pflügen. Ich habe Pflügen, Klee, Leer, ja, zwei Pflügen, dann Weizen, ja, drei Pflügen und dann Flachs. Drei Pflügen und Flachs kann doch niemals. Geht doch gar nicht. Ah ne, ja, drei meinst du, Pflügen und Flachs. Aber ich habe doch kein Unkraut. Also ich glaube, ich bin mir nach... Ist das wirklich als Pflügen gedacht? Dann ist es aber schlecht umschrieben, oder? Weil die Erklärung hier... Das weiß ich nicht. Für mich bedeutet es doch eigentlich, dass Unkraut und Felsbestand weg soll. Das macht doch irgendwie nicht so viel Sinn, oder? Ich weiß nicht. Weizen brauche ich ja hier wieder. Also Weizen. Dann haben wir das so. Und hier oben hinkommen dann... Nochmal, da kann ich ja nur zweimal Klee nehmen. Machen wir mal weiter. Ein Gebäude steht mal wieder in Flammen. Welch Überraschung. Ich werde halt jetzt, wenn ich das jetzt umstelle, eine ziemliche Nahrungsknappheit bekommen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ich habe halt auch nicht genügend Arbeiter für noch mehr Felder. Wisst ihr, das ist schon sehr schwierig. Dann mit den Bauern. Wie wird die eingearbeitet? Ach so. Ja gut, aber sagen wir mal so. So viel haben wir ja nicht. Wir haben jetzt halt hier mal Kompost. Dieses Feld wird nächstes Jahr mit Kompost gedüngt. Aber bist du dir sicher, dass die auch wirklich durch diese Feldpflege eingearbeitet wird oder nicht, ich sag mal, vom Spiel automatisch simuliert wird, dass sie halt einfach am Anfang des Jahres gleich eingearbeitet wird? Weißt du, was ich meine? Onkel Blue. aber schaut mal, wir könnten hier noch ein bisschen einfach am Anfang wirklich den Klee reinpacken. Aber das heißt, man kann ja dann wirklich in einem Jahr nur zweimal Klee machen, oder? Weil mehr passt ja nicht rein. Und dann habe ich ja immer noch so ein Feld frei und das mag ich nicht. Der Dünger kommt nur mit Pflege drauf. Wirklich? Okay. Warte mal, dann sollte ich das hier mal tauschen. Dann packen wir jetzt die Pflege dahin. Dann kommt hier wieder der Klee. Die waren ja frosttolerant. Das können wir lassen. Wir packen mal die hier weg. Leider passt da nur einmal Klee noch hin. Und mehr Platz ist nicht. Wir haben nicht mehr Pflanzenplatz. Also es ist dann einfach nur zweimal Klee möglich. Schade, also zweimal Klee. Dann haben wir den Bauer, der pflegt. Einmal Klee und irgendwas anderes. In dem Fall haben wir jetzt hier halt diese Steckrüben. Dann haben wir wieder Klee und haben dann halt noch Getreide. Okay, dann probieren wir es doch jetzt mal so. Mal schauen, ob die Felder damit ein bisschen effektiver werden. Das heißt, hier habe ich jetzt zum Beispiel Klee und Bohnen. Jetzt warten wir mal kurz hier, bis der Winter da ist. Dann können wir das jetzt hier auch noch ändern. Pflegen immer an erster Stelle. Genau. Habe ich jetzt hier gemacht. Wir haben hier Pflege. Ach nee, du meinst jetzt halt im Jahr 1, aber das ist doch egal, oder? Weil es ist doch immer, das sind doch immer 3 Jahre, um die es hier geht. Und ich kann doch auch sagen, hey, meine Reihenfolge beginnt jetzt hier. Du meinst, in jedem Jahr soll die Pflege am Anfang hin, aber dann kannst du doch sonst fast nichts mehr reinbekommen. Dann kann ich jetzt doch zum Beispiel in Jahr 3 nicht Klee und Getreide machen, sondern dann nur Pflege, Getreide. Brennholz ist knapp. Nicht, dass wir aneinander vorbeireden. Meinst du wirklich, Onkel Blue, dass du in jedem Jahr einmal Pflege reinmachen würdest? Genau. Ich würde auch Helmut zustimmen. Pflege reicht normalerweise einmal alle 3 Jahre. Das würde ich auch so sehen. Probieren wir es mal so. Das heißt, ich packe jetzt mal hier die Ernte weg. Es ist eh Winter. Der Klee ist ziemlich egal wahrscheinlich, wann der genau gemacht wird. Oh, hier läuft ein Reh herum, oder? Dann packen wir jetzt nochmal Klee rein. Haben wir jetzt hier zweimal Klee. Dann haben wir nochmal Klee. Also richtig viel Klee. Und dann haben wir jetzt sozusagen die Bohnen.
Dann haben wir den Pfleger und Getreide. Hier haben wir es schon so. Das sollte auch passen. Im Winter kann ich gerade ganz gut umstellen. Wir haben wirklich nicht mehr sehr viel Brennholz. Was ist denn da los? Wie wäre es, wenn ich hier mal... Ah, das habe ich nicht ausgewählt gehabt, dass das geerntet wird. Ah, oder abgeholzt wird. Verstehe. Dann sollen wir hier ein bisschen abgeholzt werden. Schauen wir uns kurz mal die anderen Felder an. Okay, dann müssen wir jetzt mal die Pflege vielleicht hier reinpacken. Ich versuche mich jetzt mal an diese Sache zu halten. Ich finde es eigentlich ganz gut, wir brauchen hier mal den Flachs. Das heißt, wir werden das rausnehmen, wir werden die Pflege rausnehmen und nehmen nochmal Klee rein. Dann nehmen wir den Klee raus, packen dafür einmal Pflege rein. Ja, und dann hieß es immer noch, genau, dann haben wir dann da nochmal Getreide, Flachs, das, ja, okay. Schauen wir mal, ob das so passt und Sinn macht. So, hier haben wir jetzt dann einmal Lauch. Dafür haben wir dann halt keine, da muss ich die nochmal wegnehmen. 59% Fruchtbarkeit, ja, okay, da geht noch mehr. Deswegen müssen wir die tatsächlich nochmal rausnehmen und packen dafür das rein. Dann passt wieder alles. Und dann müssen wir nochmal zu unserem Feld hier unten reingehen. Habe ich dann überhaupt noch irgendwo Bohnen? Hier habe ich jetzt, glaube ich, das einzige Mal Erbsen hätte ich jetzt hier. Es regnet. Okay. Also... Hier hätte ich jetzt Erbsen, aber habe ich Bohnen noch irgendwo? Ich glaube nicht. Bohnen habe ich jetzt zum Beispiel mal nirgendwo. Aber ich habe ja sonst Abwechslung bei jedem Feld. Doch, was habe ich hier? Hier habe ich die Bohnen. Perfekt, dann kann ich unten mal auf Bohnen vielleicht verzichten. Und pack die raus und hol mir nochmal Klee mit... Ah, nee. Stopp. Klee mit rein, bitte. So. Klee mal mit reingepackt. Ja, das mit dem Pflügen, aber ich weiß, in der Landwirtschaft wird natürlich vorher gepflügt, aber ich verstehe das Spiel so, dass die jedes Mal, bevor die hier was säen, ernten, dass die bei jedem Vorgang pflügen, säen, wachsen lassen, ernten. Dass das immer schon vorkommt und dass wirklich hier eigentlich nicht das Pflügen gemeint ist, sondern hier steht ja wirklich, die Felder werden gepflegt, und Unkrautwuchs wird reduziert und Steine werden entfernt, oder? Aber, weil, genau, weil... Das ist ja doch... Also, hätte ich jetzt so gesagt. Weiß ich nicht, vielleicht liege ich auch falsch. Da müsste man wirklich mal die Entwickler zu 100% fragen. Es ist leider nicht so... Es ist nicht perfekt ersichtlich, ne? Es ist nicht perfekt ersichtlich. Ich würde es jetzt einfach mal so probieren... Durch viermal Klee müssen wir auf jeden Fall unsere Fruchtbarkeit ordentlich nach oben treiben, hoffe ich doch sehr. Das Schöne ist, hier können wir mal auch das zu dritt drin lassen. Dann haben wir jetzt bei dem Feld sogar mal ausnahmsweise viermal Klee. Und was mir nach wie vor fehlt, hier unten müssen wir noch weiter dann dran arbeiten. Genau, okay. Ja, ohne Stämme haben wir natürlich dann auch kein Brennholz. Und dann haben wir auch keine Bretter. Also unsere ganze Produktion ist ja gerade ein bisschen ins Stocken geraten, während ich mit den Feldern beschäftigt war. Wie viele Arbeiter haben wir denn aktuell? 20 Stück nur? Wo sind die wieder alle? Gut, 15 unten auf den neuen Feldern, aber sonst? Wir reduzieren mal ein bisschen die Bauhandwerker. Ich brauche mehr klassische Arbeiter. Wir haben hier eine temporäre Unterkunft. Da ist mal wenigstens einer drin immer. Keine Steine in Reichweite der Arbeitsstätte, ja. Ich weiß... Hier wird alles abgeholzt, ob man will oder nicht. Nutztier geboren, zwei neue Dorfwohner geboren. Ach ja, haben wir unsere Scheune? Ja, 27. Ach nee, die wird noch gebaut, ne? Jetzt haben wir natürlich keine Bretter. Warte mal, wenn doch jetzt hier ein neues Tier geboren wird, dann sind die jetzt über dem Bestand, oder? Wie läuft denn das? Werden die automatisch geschlachtet? Muss ich das einstellen? Töten, also schlachten die auch?
Oh nein, schon wieder die Pocken. Wir haben wieder kein Feuerholz. Genau, bei der Herdengröße habe ich 14 von 13. Du meinst, ich kann da nochmal... Ne, hier steht mal 16. Hä? Aber, okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Weil, wieso steht hier 14 von 13 möglichen? Habe ich jetzt eigentlich die Käserei gebaut? Wie läuft die so? Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich super viel Milch habe, oder? 370 Milch, 87 Käse. Also in der Käserei könnte auf jeden Fall noch jemand arbeiten. Mindestens einer. Oder ich muss den Bestand auf 13 stellen. Das kann es sein. Die Frage ist, was passiert denn dann? Ah ja, das ist 13 von 13. Haben sie es jetzt geschlachtet? Dann müsste jetzt hier gleich eigentlich Fleisch entstehen. Hier wird auch irgendwas abgeholt. Wird vielleicht das Fleisch jetzt abgeholt? Ne, die lagern, die holen sich bestimmt... Nö. Feldfrucht bereit zum Anbau. Oh, der Acker ist schon fertig. Okay. Dann machen wir hier mal wieder dasselbe Prinzip. Wobei, hier müssen wir jetzt erstmal eh das Unkrautniveau runterbringen. Das heißt, da werden wir jetzt erstmal schön... das da machen und Klee. Erstmal ist das ganze Unkraut weg. Das müssen wir danach nochmal umändern. Klee. Und dann hauen wir erstmal dreimal Klee, nee, zweimal Klee rein. Dass wir erstmal auch die Fruchtbarkeit nochmal ein bisschen höher treiben. Mal schauen, ob das klappen wird. Wir wollen erstmal dieses Feld so richtig schön fruchtbar machen. Schauen wir mal, ob wir dieses Mal das erstmal gut hinbekommen mit dem Feld. Die Schlacht ist dann automatisch. Okay, perfekt. Nahrung sieht ganz gut aus. Wir könnten wieder ein paar Häuser bauen. Wie ist denn das mit der Schule? Kann ich die Schule kann ich leider nicht upgraden. Wieso kann man denn die Schule nicht upgraden eigentlich? Woher weiß ich eigentlich, ob ich mehr Schulen brauche für die, die dann ausgebildet sind? Weil die Schulen haben ja auch nur einen Radius. Und, naja, da muss ich wahrscheinlich... tatsächlich hier drüben noch mal was bauen. Hier. Hä, ist da was im Weg? Gelände zu steil, wie ich sowas hasse. Ja gut, komm dann. Da können wir ja notfalls ein paar Gärten oder so hinbauen. Das passt schon mit der Schule. Das ist, glaube ich, das ist, sollte ein solider Platz hier noch mal sein. Langfristig gesehen. Uns fehlen aktuell eh die Bretter. Zwei neue Dorfwohner geboren. Ist doch schön. Wir brauchen noch ein Heilkundehaus, oder? Wo ist denn das aktuelle? Hier ist das aktuelle. Ne, das kann doch aber geupgradet werden, habe ich. Richtig. Ne, dann lassen wir es erstmal. Dann baue ich hier vielleicht nochmal zwei Häuser hin. Haus, Haus. Ah ne, hier ist ja schon das Feld. Richtig, wenn wir hier... Oh. Richtig. Habe ich jetzt fast ein bisschen zu weit oben gebaut, die Schule. Wobei... Gut, ich hätte es jetzt auch nach hier unten setzen können. Wo jetzt das Haus steht. Ist ein bisschen effektiver. Bauen wir es mal ein bisschen effektiver. Kann ich das wieder abbrechen, bitte? Baustelle entfernen. Ja, danke. Ah, weg da. Ich muss die Schule nach hier unten bauen. In Zukunft. Und theoretisch reicht ja unsere Schule... von hier... Nee, hier ist sie. Die reicht bis darüber, also eigentlich könnten wir es so machen, ungefähr. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Platz. Perfekt. Die Heilkundehaus, weiß ich halt nicht, wie groß das noch wird. Wo haben wir das da oben?
Nee, das ist meine Kneipe. Wo ist denn hier oben mein zweites Heilkundehaus? Bin ich blind? Ich hab doch da oben immer eins gehabt. Das war nicht das. Ach, das habe ich auch. Das habe ich ja schon abgegradet, richtig. Das sehe ich leider nicht, welchen Radius das dann mittlerweile hat. Oder kann ich den irgendwo anzeigen lassen, den Radius? Ich glaube nicht. Hospiz. 60 kostet es monatlich, nicht 38, das Hospiz. Ui, okay. Wenn ich jetzt wüsste, welchen Radius das gibt. Hm. Schwierig. Lassen wir das erstmal weg. Ah, eine Apotheke habe ich übrigens ja gar nicht. Benötigt. Ah, die machen die Medizin. Die machen die Medizin also. Das muss ich aber jetzt nicht im Kern bauen. Das kann ich. Das wird dann im Marktplatz wahrscheinlich vergeben, oder? Medizin. Ja. Wieso ist hier der Haken nicht drin? Der soll drin sein. Die sollen natürlich auch Medizin verkaufen, bitte. Ist ja sonst völlig sinnlos, also. Ach so, oder kommt dann die Medizin ins Hospiz erstmal nur? Hm. Aber so eine Apotheke können wir auf jeden Fall mal gebrauchen, langfristig. Weide gibt es vor allem ja hier irgendwo, oder? Das war mal mehr am Tiber, die Weide. Aber im Süden schwierig. Wir bauen es mal irgendwie hier drüben. In der Nähe hier. Schauen wir mal, wie effektiv das sein wird. So. Okay, wunderbar. Das läuft doch soweit. Und wir haben neue Einwohner. Dementsprechend brauchen wir auch natürlich die neuen Häuser hier drüben. Die ich ja eigentlich noch bauen und planen wollte irgendwie. Was teilweise gar nicht mal so einfach ist. So, hier zwischen rein bauen wir dann noch schön. Ein kleiner Park ist zu groß schon. Mittlerer Platz. Wir haben leider keinen Stein. Ich würde gerne auf Stein verzichten. Das heißt, eigentlich gehen nur... Ne, kleines Gebüsch kostet... Was? Kleines Gebüsch waren auch Stein kosten? Verdammt. Das ist alles Stein. Gold ist eigentlich nicht das Problem. Ich würde aber fast sagen, ich spare beim Gartenweg, der ja drei Felder hat am meisten, weil der hat... Steintechnisch ist der echt solide. Und es sieht schön aus. Und es muss auch schön ausschauen, Leute. Das muss schon sein. Das muss schon sein. Hatten wir jetzt hier nicht ein... Ah, hier haben wir jetzt mittlerweile auch wieder ein großes Haus. Durch das Hospiz, glaube ich, ist hier die Attraktivität auch gestiegen. Aber auf 85 kommen wir hier noch nicht. Hier haben wir schon 86% Attraktivität. Hier fehlt es wirklich nur an der Nahrungsrate und an der Glasware. Wieso produziere ich eigentlich nicht genügend Glas? Was ist da mein Problem? Aha, wir haben auch, glaube ich, nicht genügend Sand. Ne? Kohle war ja, glaube ich, da. Ja, ich brauche mehr Sand. Das heißt, ich brauche mehr Arbeiter, die den Sand abbauen. Oh, das lohnt sich aber hier jetzt schon gar nicht mehr. Der Sand ist nämlich erschöpft. Haben wir irgendwo anders noch Sand? Gehen wir auf die Sandsuche. Wenn jemand Sand sieht, dann einmal laut schreien, bitte. Der Erste, der Sand sichtet, bekommt einen Preis. Leute? Wir haben keinen Sand, oder? Wir haben keinen Sand mehr. Ist nirgendwo mehr Sand. Wir hatten wirklich nur hier oben Sand. Oh, hier scheint es übrigens auch sehr fruchtbar zu sein, das Gebiet. Man könnte ja auch mal überlegen, so ein Außendorf zu bauen, wisst ihr? So eine Art Ausläufer, aber die werden halt immer überrannt wahrscheinlich dann von den Plünderern. Also hier ist Ton, aber kein Sand. Das wird natürlich unsere Glasproduktion ziemlich zurückwerfen. Das heißt, ich muss, wenn der Händler kommt... Der ist schon weg, oder? Ah, hier ist noch Golderz. Ah, okay. Aber Gold haben wir eigentlich genug. Aber es ist gut zu wissen, dass da hinten Golderz ist. Ich habe keinen Sand mehr gesehen.
Ja, ich müsste mal das Gebiet stärker erkunden, vermutlich. Mache ich das so wirklich? Also, aber ich frage mich auch, wer das macht. Weil ich habe das schon mal gemacht. Ich kann nur ein paar Fahnen versetzen, okay. Die Map ist schon ziemlich groß. Ich habe eine mittlere Map gewählt, aber ihr seht, die Map ist echt riesig. Also wir können hier noch ein ganzes Stück gehen und sehen nichts mehr. Ich wollte schauen, ob noch ein Händler da ist, aber die sind schon weg. Ja, die sind schon weg. Habe ich, glaube ich, dieses Jahr verpasst. Feldfrüchte durch Krankheit verloren. Bohnenwelke. Dankeschön, jetzt habe ich durch Krankheit welche verloren. Aber geschätzter Ertrag 705 von 656? Wie haben wir denn das geschafft? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh Gott, 23 Erbsen sind leider durch Schädlinge verloren gegangen. Ist nicht so schlimm. So. Fruchtbarkeit sollte hier gut steigen. Unkraut werden wir hier noch schön senken. Und dann in der nächsten 3-Jahres-Folge werden wir hier hoffentlich schöne Sachen anbauen können. Vor allem hätte ich halt gerne... Wir brauchen mal auf jeden Fall zur Abwechslung einfach mal Karotten. Wir haben gar keine Karotten. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müssten wir einmal Bohnen und einmal Erbsen haben, richtig? Hier haben wir die Erbsen und da oben waren dann irgendwo die Bohnen. Hier waren die Bohnen. Ja, wir haben Erbsen und wir haben Bohnen. Wir haben natürlich Getreide. Ach so, was ich immer nicht mache, ist Buchweizen. Stimmt, das wäre ja auch auch ein Getreide, ne? Das, wieso nehme ich kein Buchweizen? Weil es gar nicht frosttolerant ist, glaube ich. Es hätte aber auch nur -2 Auswirkungen. Vielleicht sollte ich mal Buchweizen nehmen. Ich glaube, ich habe Buchweizen nie genommen wegen Fruchtbarkeitsabhängigkeit. Aber genau das ist ja eigentlich super gut. Und der Ertrag ist 7 von 10. 8 von 10, 9 von 10. Man könnte wirklich da, wo noch geringere Fruchtbarkeit ist, anstatt 52, 56, 49, 54. Man könnte jetzt hier auch einfach mal... Hallo Sir Frank, Needful. Wir könnten jetzt auch hier einfach mal anstatt des Roggens... Nee, Buchweizen... Der ist aber auch relativ kurz, ne, der Buchweizen. Kommt da, können wir da noch was anderes unterbringen? Steckrüben hier wäre nochmal hitzetolerant. Das würde ich gern austesten wollen. Buchweizen, ne, der kommt schön in die Sommerzeit, weil er ist ja hitzetolerant. Und danach kommt wahrscheinlich Klee leider nicht mehr rein, aber wir könnten nochmal Steckrüben reinbacken. Genau. Geht nur genau in die Mitte. Ich habe es auch exakt in die Mitte, oder? Ist es exakt die Mitte? Warte. Jetzt ist es exakt die Mitte, glaube ich. Also, weiß ich nicht. Perfekt geht's nicht. So. Ungefähr. Hoffe ich jedenfalls. Helmut. Meinst du, ist es so in Ordnung? Was sagst du dazu? Anstatt des Rockens, den wir hier hatten. Der Unique meint, was in Banish gut gelöst wurde, dass man einen Bildschirmausschnitt mit Shortcut belegen und immer dorthin springen konnte. Oh ja, das wäre eine gute... Oh, kann man das hier nicht? Das wäre eine gute Idee. Nee, kann man nicht machen, schade. Buchweizen geht klar. Okay, ja, gut, gut. Dann würde ich sagen, was ist mal wieder mit dieser YouTube-Folge, liebe Zuschauer. Das Rom wächst und gedeiht. Wir sind bei den 300 bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Malete.